Wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen Short News. Das erste Thema soll sein Resident Evil 7 für die Switch. Capcom hat das nun angekündigt, allerdings ein bisschen anders als ihr denkt, denn es ist kein direkter Port, sondern es wird ein Cloud-Service sein. Ihr ladet euch einen Client von 45 MB auf die Konsole und die verbindet euch zu dem Service von Capcom und dann könnt ihr das Ding in voller Grafikqualität in der Cloud spielen. Capcom bringt das Ganze am 24.05. noch raus, ist also relativ kurzfristig angekündigt. Das ganze Ding ist dann für 15 Tage als Demo-Version verfügbar und dann müsst ihr bezahlen. 2000 Yen schalten 180 Tage frei. Und ja, ihr habt richtig gehört, 2000 Yen, denn das ganze Ding kommt erstmal nur in Japan raus. Ich gehe mal davon aus, dass das so ein kleiner Testlauf ist für Capcom, um es eventuell dann auch auf dem westlichen Markt zu bringen. Hier sollte man nicht durcheinander kommen, denn der ganze Service heißt Ubitus Cloud Service. Das könnte man locker auch mal mit Ubisoft verwechseln, komischerweise. Und alle DLCs sind auf jeden Fall vorhanden. Mario & Rabbids Kingdom Battle sollte ja schon im Mai den DLC mit Donkey Kong bekommen. Das wurde nun offiziell verschoben. Das geht aus einem Geschäftsbericht von Ubisoft hervor. Das ganze Ding soll noch bis Ende Juni erscheinen und wird auch komplett als Goldversion auf den Markt kommen. Das heißt, es wird eine neue Retail-Fassung geben, die alle DLCs mit drin hat. 8 neue Herausforderungen, 5 neue Koop-Welten, 16 Waffen und eine komplett neue Welt mit einem neuen Charakter, in dem Fall natürlich Donkey Kong, werden darin verfügbar sein. Würdet ihr euch das Spiel denn kaufen, wenn es vollständig auf dem Markt erschienen ist? Freut ihr euch schon auf den DLC? Würde mich mal interessieren. Okay, das war die kleine Short News. Ich wollte euch mal wieder auf den Laufenden bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mich gerne unterstützen durch die Amazon-Links, die unten drin stehen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao.